Hier gibt es eigentlich überhaupt gar nicht mehr zu meckern in dem Land. Ich will hier leben. Die Ostsee. Erster Schalter an der Ostsee. Wir schlafen zusammen in dem. Ich weiß noch nie, wo ich heute penne. Ich hätte sollen vorher mal das alles ein bisschen besser planen, aber ist egal. Bis später, wenn ich was gefunden habe. Vielleicht fahre ich auch die Nacht durch. Das ist eigentlich sowieso die Idee, mal die Nacht durchfahren, oder? Auf Deutsch gesagt, ich bin hier unseres Kunde. Weil das bei uns nicht erlaubt ist. Du, das ist deswegen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man einfach hier so hingeht, ne, und dann da. Als Fremder, ja, nicht mal als Fremder im eigenen Land, sondern ja, als Fremder in einem fremden Land. Ich habe hier bei so vielen am Anfang so ein komisches Gefühl gehabt, was sich aber nach ein paar Tagen so gelegt hat, weil ich denke, wir sind viel zu autoritär erzogen in Deutschland. Guten Morgen, heute ist Samstag, der 4. Mai 2024. Ich bin jetzt hier in Dresden auf dem Elberadweg und bin jetzt ca. 25 Kilometer gefahren. Heute früh um 8 in Lohm los auf meiner Tour über Hamburg nach Skagen und dann mal sehen, wie es weitergeht. Erste kleine Kaffeepause nach 36 Kilometern direkt an der Elbe an der Gohlisser Windmühle. 52 Kilometer auf dem Tacho. Und wir sind hier in Meißen, also noch nicht mal einen Kilometer, dort hinten ist Meißen. Tagesziel ist heute ein Campingplatz hinter Riesa, das müssten ungefähr noch 40 Kilometer sein von hier aus. Aber ich werde erstmal kurz einen Riegel essen, kurze Mittagspause machen und dann geht's weiter. Einkaufen will ich auch noch. Morgen ist Sonntag. Ich war ein bisschen skeptisch, dass ich zu viel geladen hatte, aber es rollt wirklich ganz gut. Ich bin jetzt ungefähr 3 Kilometer vor Riesa, bei ungefähr 79 Kilometer und es ist 2:30. Und in Riesa einkaufen und dann weiter zum Campingplatz. Aber erstmal die letzte Banane essen. So, mit dem Zeltplatz ist es leider nicht geworden. Ich bin immer noch unterwegs. Die hatten ein Schild dran, dass die nie ab 1. Mai, sondern ab 15. Mai aufmachen in Strela. Und da bin ich halt weitergefahren. Und ich bin jetzt auch wirklich langsam müde. Ich habe nicht mal mehr Lust, Zelt aufzubauen. Das sind jetzt nicht 95 geworden wie geplant, sondern 125 Kilometer und es ist 9:10. Es ist eine wunderschöne Landschaft, aber ich bin jetzt wirklich auch knüller. Dort unten in die Hütte neben der Baumreihe, da brauche ich das Zelt nicht aufbauen, da lege ich bloß einen Schlafsack rein. Und also, dass das den ersten Tag alles so schief läuft, hätte ich nie gedacht. Und gute Nacht. Guten Morgen. Erste Nacht. Ganz gut überstanden. Ist natürlich nicht sehr bequem. Aber zur Not hat man halt ein Dach über dem Kopf.
mal, da habe ich mir gespart. Würde vielleicht noch ein bisschen mehr Komfort bringen. Ich weiß gar nicht, wie das Nest ist hier. Es ist jetzt um 8 und 5 Kilometer nach meiner übelsten Unterkunft ist schon wieder was zum Angucken. Die machen zwar erst um 9 auf, aber ich gehe trotzdem mal rein, vielleicht kriege ich ja hier Wasser. Ganz entspanntes Fahren, leichter Seitenwind bis jetzt. Bloß ab und zu mal ein Tropfen. Sonntag um 10, 30 Kilometer gefahren. Erste Pause auf einem privat initiierten Fahrradrastplatz. E-Bike-Ladestation. Und Wasserzapfstelle. So, Ankunft in Klöden, 14 Uhr am Sonntag. Entweder hier campen oder noch 20 Kilometer bis Elster. Direkt an der Elbe ist hier was eingezeichnet. Aber gestern hat es ja auch nicht geklappt, das wäre das letzte. Jedenfalls habe ich jetzt erstmal genug Zeit, um mal zu recherchieren. Und hier ist ein idealer Platz, um die Sachen auszulüften und zu trocknen. Und meine Füße auch ein bisschen auszulüften. Gar nicht so schlecht hier. Nach Elster. Ich habe dort angerufen, das ist ein Kanuverein und man kann dort problemlos auch als Radfahrer ein Zelt aufstellen. So, die Sonne wieder draußen. Das sind vielleicht jetzt noch 10 Kilometer. Also heute wird alles gut. Heute Vormittag war es ein bisschen irgendwie festgefahren durch das Wetter und nicht richtig geschlafen heute Nacht. Also letzte Nacht. Aber jetzt bin ich guter Dinge. Da bin ich ja dann auch schon so 16 Uhr auf dem Campingplatz. Also ich kann es jetzt bloß sagen, hier haben mich gerade zwei Schläuche angeguckt. Genialer Campingplatz hier in Elster an der Elbe auf dem Gelände vom Kanu-Sportverein. Und der ganze Spaß kostet mich 5 Euro fürs Zelt und für mich als Person 2 Euro, also 7 Euro in Übernachtung. Mit Dusche. Das Elster an der Elbe ist wirklich ein Geheimtipp. Ich war auch vorne in der Stadt, also wunderbar. Leider ist die Sonne jetzt untergegangen und ich gehe jetzt schlafen nach der letzten Nacht. So, dritter Tag. Ich bin heute früh erst um 10 auf dem Campingplatz los dort an dem Ruderverein. Und jetzt in der Lutherstadt Wittenberg, 25 Kilometer. Eigentlich wollte ich immer erst nach 30 Kilometern eine Pause machen. Aber also wer hier in Lutherstadt Wittenberg ohne Navi fährt,
der ist eigentlich verloren. Ich habe mich jetzt, glaube ich, insgesamt dreimal verfahren, nur auf die Schilder geachtet. Und sämtliche Pfeile an den Radwegeschildern sind mit Fußballaufklebern von Magdeburg, von Dresden, von Berlin zugeklebt. Also man erkennt zwar noch, das ist der Elbe-Radweg, aber man weiß nicht mehr, in welche Richtung man fahren soll. Naja, dafür ist das hier ganz hübsch jetzt. Kaffee trinken und danach geht's weiter. Immer noch Montag, 14 Uhr, 40 Kilometer. Ich glaube, ich bin viel zu spät losgefahren. Da war das jetzt quasi das Mittagessen. Ich bin jetzt hier erst in Coswig und glaube, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ich muss dort vorne über die Fähre. So, den Wörlitzer Park haben wir ausgelassen. Coswig mit der Fähre rüber, Wörlitz am Park vorbei, wo man mit dem Fahrrad eh nicht rein darf. Und jetzt sind wir hier in Forkerode. Klingt wie Knappenrode, ich würde auch mal sagen, das ist einfach ein altes Kraftwerk. Keine Ahnung. Schon um 3 und erst 50 Kilometer. Mal gucken, wie das heute hier weitergeht. Erste Mal Mückenalarm. Jetzt geht es auch seit langem mal wieder an der Elbe lang. Genau so habe ich mir den Elbe-Radweg vorgestellt, weiter oben. Also nicht bei uns im Elbsandsteingebirge, sondern eben hier weiter oben. Und das ist jetzt das erste Mal, dass es ungefähr so ist, wie man sich das vorstellt. Ich war in meinem Leben noch nie in Sachsen-Anhalt. Mal gucken, wie das hier weitergeht. Die Elbe ist wieder weg, aber hier und da ist doch mal was ganz Nettes noch am Wege. Und insgesamt ein schönes Fahren. Generell kann man sagen, dass der Elbe-Radweg die letzten 250 Kilometer hier von Dresden bis hierher viel, viel weniger an der Elbe selbst lang führt als der Elbe-Radweg im oberen Bereich, also im Elbsandsteingebirge und in Tschechien. Aber nichtsdestotrotz ist es landschaftlich sehr reizvoll. So, 3:30 bis Gantersau-Zentrum noch. 6 Kilometer. Ja, Wahnsinn, fast wie in Dänemark, hä? So, gestern Abend bin ich hier in der Bauhausstadt Dessau wieder bei so einem Seesportverein gelandet. War cool. Dort oben konnte man sitzen auf der Terrasse. Und Sanitär und Dusche
kleine Kirche und so. Wow, alles top. So, wie sehe ich aus? Ganz normal. Ich fahre jetzt mal weiter Richtung Magdeburg. Ich bin an der Fähre in Aachen und die ist leider wegen technischer Probleme außer Betrieb. Die nächste wäre dann in Barbie. Nee, Quatsch. Fängt oben mit B an, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls auf der linken Seite weiter runter, obwohl der schöne Elberadweg eigentlich rechts drüben weitergeht. Aber naja, dort hinten ist eine Infostelle, die wird von 1-Euro-Jobbern betrieben, keine Ahnung, über die Stadt oder so. Die stehen den ganzen Tag da und warten im Prinzip, dass mal jemand kommt. Weiter geht's. Ja, was die Zukunft bringen mag, weiß wahrscheinlich keiner. So, Fähre Breitenhagen. Die haben nur Gierselfern hier überall. Dort oben hätte man normalerweise ein Restaurant in dem Schiff, aber leider noch nie auf erst zum Männertag. Also in 2 Tagen, heute ist Dienstag, am Donnerstag ist Feiertag, muss ich morgen einkaufen. Darf ich nicht vergessen, sonst steht man irgendwie auf dem Schlauch. Arschkalt ist es geworden. Sind jetzt noch so 11 Grad. Mal gucken, lange Hosen anziehen. Leider kein Kaffee und keine Bockwurst. Übelst geile Wandbemalung überall. Dort drüben. 40 Kilometer, pünktlich 14 Uhr, gibt es was Leckeres zu essen. Hier. Und siehe da, in der Gemeinde Ranjes steht das erste Mal das Wort Hamburg auf dem Elberadweg Wegweiser. Sehr interessant. Ich habe aber keine Lust, das jetzt alles durchzulesen. Angekommen, Zeltplatz, Yachthafen Schönebeck. Schöne Stelle. Eigentlich cool. Wetter ist 2 Grad wärmer als heute Mittag. Also so 14 Grad jetzt ungefähr. Ist auch direkt am Elbufer, das passt schon. Sanitäreinrichtungen sind hier unter aller Sau. Der Preis dafür ist es 15 Euro, ist bis jetzt das teuerste, was ich bezahlt habe. Und was noch dazu kommt, mein Hinterreifen. Lässt wieder Luft. Ich habe heute unterwegs schon aufgepumpt. Mal gucken. Entweder ich fahre morgen nochmal so weiter. Oder ich wechsle den Schlauch nochmal. War ganz schön kalt heute. Bis später. Guten Morgen. Mittwoch früh hat es jetzt doch den nächsten Schlauch wieder zulegt. Ich bin hier in Schönebeck auf dem kleinen Zeltplatz am Yachthafen. Endgültigerweise den Reifen entsorgt nach dem dritten Schlauch. Mal gucken, jetzt habe ich hier einen neuen Mantel drauf und auch einen neuen Schlauch noch reingezogen und den habe ich gepflegt zum Mitnehmen. Jetzt werde ich mal den Krempel zusammenpacken und gucken, dass ich hier auf dem Acker komme. Und das dort ist Wauke aus Holland. Der fährt nach, ich glaube, Finnland, Polen, Litauen, überall hin, kreuz und quer, 2 Monate durch Europa. Ich bin jetzt durch Magdeburg fast durch, es ist aber auch schon wieder 2:30. Ich bin erst um 12 Uhr losgefahren. Und so viel zu sehen, also es war wunderschön in Magdeburg unten lang zu fahren, aber ich habe einfach keine Zeit.
Ich habe mir aber einen Fahrradladen auf dem Weg zur Sicherheit noch einen 29er Schlauch für 8 Euro gekauft. Und der war so nett, der hat mir gleich auf dem Hochlegen umsonst noch mitgegeben, wo man keinen Kleber braucht. Mal gucken. Bis jetzt sieht es ja eigentlich relativ gut aus. Guten Abend. Es ist jetzt 17.10 Uhr und wir waren gerade an dem Wasserstraßenkreuz Nigrip und jetzt versuche ich nach Burg zu kommen, Campingplatz. Und das geht eigentlich relativ idyllisch immer am Elbe-Havel-Kanal lang. Das ist ein Stück abseits vom Elberadweg, aber auch sehr schön. Campingplatz Burg am Nigripper See. Cool, nette, freundliche Leute. Und übelst gute Sanitäreinrichtung. Kannst duschen ohne Ende. Ich habe in der Dusche gleich die Klamotten mitgemaschen. Die Stimmung war bis vor einer Minute cool, total entspannt. Ich wollte jetzt gerade losfahren und es glaubt mir keiner. Vorne der nächste Reifenblatt. Ich kotze ab. Jetzt habe ich noch einen Schlauch, aber keinen Mantel mehr. Das kotze ich wirklich ab. So, heute ist Freitag, der zweite ist auch noch gewechselt vorne. Ich hoffe, es geht jetzt mal irgendwie vorwärts. Gab einen Laden hier in der Stadt. Und die zwei Typen sind jetzt auch weiter, die aus Thüringen. Die fahren bis Hamburg. Und wir haben aber die Daten ausgetauscht, also wir hören bestimmt voneinander. Mal gucken. So, nach erfolgter Reparatur. Das Gute an der zweiten Panne jetzt war Wäsche waschen gleich noch mit. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Übelst nette Leute, auch die Campo. Große Standpumpe gleich gebucht auf Anhieb und alle hilfsbereit. Wirklich. Bis später. So, das waren heute nur 55 Kilometer. Ich bin jetzt in Werben. Und bin glücklich, dass die Reifen wenigstens jetzt die neuen ganz gut durchhalten. Ich hoffe, morgen kann ich mal ein bisschen. Also, das ist jetzt der neue hinten. Und das ist dieser, den es im Fahrradladen gab. War zwar nicht so mein Wunsch, aber ich hoffe, jetzt habe ich das Reifenproblem gelöst. Genau. Und da bin ich auch erst mittags um 1 weggekommen dort. Am Hafen in Tangermünde und bin jetzt wie gesagt hier in Werben und leiste mir den Luxus für 30 Euro, damit ich das Zelt nicht aufbauen und abbauen muss, morgen früh wieder und zeitig los kann. Genau. So ist der Plan. Gute Nacht.
Also ich brauche das nicht so völlig. Ich habe mir das einfach mal gekündigt hier ins Zoom. Keine Ahnung, was das ist. Oder war. Magen zu schlafen und außerdem konnte man hier problemlos alles nachladen. Irgendwie muss ich ein bisschen langsamer angehen lassen. So, es ist jetzt ungefähr um 9. Ich mache jetzt einen Abflug vom Campingplatz Werben in Richtung Wittenberge. Achtung, Herdenschutzhunde. Haben erst gebellt wie verrückt und jetzt auf immer haben sie keine Lust mehr. Samstag, Mittag. Also das hier ist die Gegend, wo alle möglichen Landesgrenzen aufeinander stoßen. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, drüben ist Brandenburg auf der anderen Elbseite. Dann ist hier auch schon MacPom gleich links oben. Fakt ist, je weiter man nach oben kommt, desto entspannter werden die Leute. Also hier ist zum Beispiel ein Café. Das ist vollkommen autark mit Kasse des Vertrauens. Also du kannst dir alles dort nehmen, was du dir haben. Kuchen, Eis, Kaffee, Tee und einfach eine Kanne, wo du dein Geld reinwirfst. Also die sind hier wirklich locker drauf, muss ich sagen. Vielleicht färbt es ja ein bisschen ab. Hallo, ich bin gestern in der Dorfrepublik Rüterberg angekommen, glücklicherweise abends noch vom netten Dirk gleich noch einen Stellplatz gekriegt für mein Fahrrad, liegt direkt am Elberadweg. Ich war total happy, weil vorher in dem Wohnmobilhafen, eine Stadt vorher, haben die mich total abgezockt. Da wollten die genauso viel haben für einen Stellplatz fürs Zelt wie für ein Wohnmobil und da habe ich gedacht, das macht keinen Spaß. Und das ist der Dirk. Moin, ja, ich bin Dirk. Heute ist Heiko hier angekommen bei uns, oder gestern Abend ist er angekommen, hat einen schönen Zeltplatz gekriegt. Wir liegen hier direkt am Elbe-Radwanderweg. Das ist für jeden Zelter, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ihr seid alle herzlich willkommen. Guckt bei uns mal rein, wir würden uns darüber freuen. Alles klar, Jungs. Ciao, ciao. Tschüss. Da ist Woody Biker beim Reinigen seines Fahrrads. Er übt für mein Fahrrad. So macht man das. Oh ja, ne? Du mach mal hier richtig geile Aufnahme. Genau. Der mecklenburgische, wie auch immer das heißt, weggeht. Guck mal, sieht doch wie neu aus. Danke dir. Wie neu. Danke, wie neu. Ja, passt. Und das ist, so ein Rennrad, Semi-Profi. Dynamitralle. Es ist jetzt Sonntagabend und ich bin hier quasi allein auf dem Wohnmobilstellplatz Dorfrepublik Rüterberg. Ich habe jetzt nach einer Woche meinen ersten, wie sagt man, Ruhetag eingelegt. Und morgen ziehe ich wieder durch. Das alles für 8 Euro pro Nacht mit Dusche, Aufenthaltsraum, kleine Küchenzeile,
Und die Sanitäreinrichtung zeige ich euch da noch. Sie ist jetzt nicht so übertrieben, aber trotzdem sauber und liebevoll gemacht. Also es gibt extra Kabinen, wo man alles machen kann in Ruhe, was so nötig ist. Selbst das gehört mir dazu. Und von dem her kann man sich gekühlte Getränke für 1,50 rausnehmen. Und die haben halt hier Trödelmarkt veranstaltet und jetzt ist hier abends, Sonntagabends, die totale Ruhe. Sind noch 2 Autos da. Das ist Monikas Kunst- und Stöberdiele. Und das ist Monika. Die hat mir die ersten Worte Dänisch beigebracht. Dankeschön. Das ist gemalt. Wollen wir ein bisschen Licht machen? Das ist gemalt. Da wird sich meine Frau aber freuen. So, die Knie sind geölt. Es geht weiter. Ich bin jetzt endlich aus der Dorfrepublik Rüderberg losgekommen, habe mich mit der Monika verabschiedet, ganz herzlich. 2 Kilometer gefahren und leider geht erstmal nichts mehr. Heute ging es vorbei an Pilzacker, ist drüben auf der anderen Seite, auf der linkselbischen. Ich fahre aber weiter rechtselbisch nach Holzburg, Neuhaus. Geht jetzt hier immer entlang am Deich an der ehemaligen Staatsgrenze. Hier vorne ist ein Turm, ein alter Wachturm. Werde ich mal Pause machen. Und ich habe hier jetzt seit 25 Kilometern übelsten Rückenwind. Das ist so wie Fliegen, ey. Genial. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Weiter geht's. Also ich bin heute den 10. Tag unterwegs, liege jetzt bei ungefähr 650 Kilometer und versuche heute Hamburg zu erreichen. Je weiter man in den Norden kommt, desto entspannter werden die Leute. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das färbt ab. Also alleine diese Flut von den hasserfüllten AfD-Plakaten, die bei uns in Sachsen und teilweise auch noch in Sachsen-Anhalt hängen, hat rapide abgenommen. Hier gibt es die überhaupt nicht mehr. Die Leute sind nett, freundlich, gucken in die Zukunft.
und erzählen die Pausen los, solche rechte Scheiße. Macht übelst Laune, ey. 20, über 20 der Schnitt und man fährt so immer so 25, 27. Wenn man natürlich sich mal ausrollen lässt, 1000 macht jetzt 100 an der Schnitt, aber man hat wirklich, das macht Laune. Auf nach Hamburg! Also irgendjemand wollte hier, dass man Fotos macht. Mittags um 12, 29 Grad. Knapp, also 40 Kilometer gefahren. Das läuft halt wirklich gut. In effektiv 2 Stunden Fahrzeit. Wir sind jetzt hier im Landkreis Lüneburg. Und hier wird der Fahrradweg auf jeden Fall auf. Ich muss jetzt hier, glaube ich, wieder umdrehen. Die Elbe kann so schön sein und ruhig und breit. Ich frage mich, wo ich herkomme, weil ich noch Richtung Hamburg. Und ja, meine unsere Frauen, die kommen nicht mehr. Nach Dresden gefahren. Ja. Und wollten dann zurück nach Hamburg. So, ich bin jetzt hier bei Blackhede über die Fähre, über die Elbe mit der Fähre. Und erstmal ein bisschen geplättet. Also drüben war zwischenzeitlich ein anderer Punkt, wo die ganzen Grenztürme stehen, dort drüben. War schon mal wieder Niedersachsen, dann kommt jetzt wieder mal MacPom. Und dort drüben ist jetzt wieder Niedersachsen. Irgendwie haben die nach der Wende Niedersachsen wieder ein Stück von MacPom hier zurückgekriegt. Und das erste Lokal auf der Elbseite, auf der anderen, jetzt linkselbisch, in Blackhede, da kostet Kaffee 3 Euro. Und die Tür ist heute 12 und das habe ich mir auch begriffen. Vor 3. Elbe bei Lauenburg. Die Seite hier heißt, glaube ich, Hunsdorf. Drüben ist Lauenburg. Ich bleibe aber auf der Seite hier. Also ich will ja wirklich ursprünglich Hamburg links unten umfahren. Leider auch hier nichts zu essen, nichts zu essen. Werden noch Lasten mit Lastkähnen transportiert. Macht ja eine nicht gegessenen Currywurst für 12 Euro. Muss ich jetzt doch mal langsam was zu mir nehmen. Obwohl, geht noch. Läuft gut. Die Elbe wird breiter und breiter und breiter. Läuft wirklich gut.
bahnt sich zwar schon wieder das nächste Problem an. Hinterradbremse, entweder sind die Beläge schon runter, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder ist die, muss die mal entlüftet werden. Ja. 85 Kilometer, ich glaube es sind noch 10 Kilometer jetzt bis zum Campingplatz. So, es ist jetzt immer noch Montag, 18.06 Uhr. Ich habe jetzt 101 Kilometer auf der Uhr. Und da drüben ist die Fähre von Hopte. Wenn die pausenlos Autos fahren würden. Ich habe aber immer noch Rückenwind. Dort ist die Fähre. Das mit den Zeltplätzen hat mal wieder nicht geklappt. Und total riesengroße Wohnwagenbogen. Stürfe und Trage irgendwie zusammen. Das erinnert mich arg an Rügen und Usedom, die großen Dinge. Naja, ich fahre jetzt weiter und gucke irgendwie. Ist ja noch 2 Stunden hell. Ne, ich glaube es war 2,5 Stunden ist noch hell. Es ist jetzt 20.34 Uhr. Ich habe knapp 130 Kilometer weg. Und bin südlich von Hamburg jetzt rumgefahren, über Harburg, an allen langen Containerterminals und Eisenbahnwaggons, keine Ahnung, ich habe nichts, wo ich pennen kann. Und jetzt geht die Straße hier irgendwie nach Finkenwerder, stand zumindest dran, der Radweg. Dort hinten sind übelste Industriegiganten und alles mögliche, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nie, wo ich heute penne. Ich hätte sollen vorher mal das alles ein bisschen besser planen. Aber ist egal. Bis später, wenn ich was gefunden habe. Vielleicht fahre ich auch die Nacht durch. Das ist eigentlich sowieso die Idee, mal die Nacht durchfahren, oder? Finkenwerder, Waldesel, ist unten noch so weit. Dann müsste irgendwo der Elbradweg weitergehen. Das ist wirklich von Altenkirchen. Aussichtspunkt nützt mir jetzt auch nicht. Naja, jedenfalls hier in dem Moordings da oder wie immer, wo das heißt, keine Ahnung, regt sich irgendwie Widerstand gegen die A26 Ost. 200 Millionen Euro für 1 Kilometer Autobahn. Echt jetzt? Fragezeichen. Naja, jedenfalls scheinen sie ganz schön in Obhut zu sein. Kann ich jetzt aber ohne anderen. Es regnet nie. Es wird immer später, es ist gleich um 9. Und ich brauche was zum Schlafen. Genau. Ich mache jetzt mal das Licht an. Ich glaube, ich drehe jetzt durch hier. Überall, wo man hinguckt, nur Windräder, Strommasten. Eisenbahnschienen, Hafenkräne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Alles nur Beton und Baustellen. Ich habe jetzt irgendwie die Faxenticker. 14:15. Ich hab's jetzt selber noch nie. Aber es ist 23.32 Uhr. Noch 17 Grad und ich habe immer noch nichts gefunden. Das war eine wilde Fahrt. Ich bin jetzt seit heute früh 9 Stunden fast ohne Pause gefahren und mit Pausen zusammen bin ich jetzt, ich glaube, 14 Stunden auf dem Fahrrad und Strecke ist 157 Kilometer. Das war eine wilde Fahrt von überall gesperrt und übers alte Land. Das wird man ja auch nicht sehen. Es ist jedenfalls jetzt 11:30 Uhr. Und ich bin immer noch auf der Suche. So,
So, ich bin jetzt an einer Fähre, genau was wie die hier ist wischen. Es ist 0.40 Uhr, die fährt morgen früh. Die fährt morgen früh um 6 oder so. 160, ich mache jetzt Schluss hier. Ich habe eine Bank gefunden, direkt an der Elbe, das wird man aber nicht sehen. Und dort unten ist die Fähre. So, es ist jetzt nachts um 3, ich bin vom Hafen weg. Das war mir zu kalt geworden. Da habe jetzt hier einen Park unten direkt an der Elbe. Also die Elbe ist jetzt hier bloß 5 Meter weg. Mein Fahrrad hier dran gestellt. Und schlafe jetzt hier wenigstens mal 2 Stunden. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe jetzt einen Kaffee getrunken, mit dem letzten Wasser noch. Und hier kommen auch schon die ersten Jogger vorbei. Das war schon ganz gut abgepasst.